herzlich willkommen zu diesem Vlog. Leute, es ist absolut zu kalt. Es ist viel zu kalt. Es ist Montag, der 18. Dezember, 9 Uhr morgens. Und ich bin unterwegs zu meinem Coach. Und zwar steht heute ein Formcheck an. Er hat mich ja das letzte Mal im Bikini gesehen bei der deutschen Meisterschaft. Und jetzt gucken wir einfach mal, was seit Mai passiert ist. Und ich bin so gespannt. Das wird es aber als eigenständiges Video geben und das verlinke ich euch genau hier als Infokarte. Am Wochenende war ja Nina bei mir und im letzten Video habt ihr ja gesehen, was ich ihr geschenkt habe. Sie hat ja eine Reise nach Berlin von mir bekommen und jetzt kommt einfach mal so dieses, das allerunfassbar krasseste, was es eigentlich gar nicht gibt. Eigentlich wirklich nicht. Das ist so unglaublich. Also zum Ersten, wir haben uns einfach mal dasselbe geschenkt. Ich habe von ihr auch einen kleinen Urlaub bekommen. Ich darf mir noch aussuchen, wohin. Ich muss mir noch was Cooles überlegen. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare rein. Soll aber nur ein Kurztrip werden. Das ist die erste krasse Geschichte, dass wir uns einfach mal dasselbe geschenkt haben. Aber jetzt kommt die zweite krasse Sache. Wir haben einfach auch noch mal dasselbe Geschenkspapier gehabt. Was ist denn da los? Dasselbe Geschenk, dasselbe Geschenkspapier. Wisst ihr, wie wir geguckt haben? Das war krass. Unter anderem möchte ich aber auch noch eine kleine Erfahrung mit euch teilen. Wir waren nämlich davor auf dem Weihnachtsmarkt und haben Glühwein getrunken. Und ich trinke ja normalerweise eigentlich keinen Alkohol. Nicht, weil ich jetzt irgendwie, oh mein Gott, meine ganze Fitness geht in den Arsch, wenn ich Alkohol trinke, sondern weil, weiß ich nicht, ich habe davon einfach nichts. Mir geht es am nächsten Tag scheiße. Es sind unnötige Kalorien. Ich habe Kopfschmerzen davon und ich weiß es nicht. Ich habe davon einfach nichts und deswegen habe ich das letzte Mal auch vor 2 Jahren Alkohol getrunken und eben an diesem Wochenende wieder. Und mein Fazit ist, die nächsten 2 Jahre gibt es wahrscheinlich wieder kein Alkohol. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde da einfach keinen Gefallen daran. Weiß ich nicht. Ist nicht meins. Aber was man dem Glühwein lassen muss, er war sehr lecker. So, jetzt fahre ich aber zu meinem Coach, um den Formcheck zu machen. Ich schmeiß mich in den Bikini und danach geht's ab drum. Ich denke mal Schultertraining, aber ich lasse mir noch alles offen. Boah Leute, es ist so arschkalt. Ich muss meine Kopfhörer noch schnell an die Powerbank anstecken. Der Formcheck lief gut. Unbedingt das Video abchecken, damit ihr seht, wie ich im Bikini aussehe. So, los geht's. Kopfhörer sind angehängt. Ab zum Training. Dafür bin ich jetzt schon wieder unterwegs. Wie ihr seht, ist es mittlerweile auch schon dunkel und ich habe eine riesengroße Zuckerstange mit dabei. Und zwar geht es zum Weihnachtsmarkt. Ich laufe gerade Richtung U-Bahn. Nicht, weil ich schon wieder was trinke, sondern weil man dort einfach keinen Parkplatz kriegt.
Und ich treffe mich dort mit jemandem. Und mit wem? Seht ihr gleich. Fancyer Stick? Ja, ne? Hallo! Jasper ist am Start. Wir haben uns auf dem Weihnachtsmarkt verabredet. Mhm. Nachdem du ja jetzt 3 Monate in Thailand warst, brauchen wir hier wieder mal ein bisschen Winterstimmung. Die hatte ich tatsächlich nicht. Alle haben mir erste Advent so geschrieben und ich hatte Badehose an und 35 Grad. Mhm. War schon merkwürdig. Aber hier, gerade auf dem Gendarmenmarkt sind wir in Berlin, kommt doch ein bisschen Stimmung auf. Mhm. Vor allem, ich habe mir gerade ein mega krasses Raclette-Käsebrot geholt. Was hast du? Ich habe eine Brezel. Eine vegane Brezel. Ich muss gestehen, dein Brot riecht besser. Ja. Aber ich bin froh, dass ich was zu essen habe. Kannst du mal für die Kamera halten? Also hätte ich nicht erwartet. Dankeschön. Ey, ich komme mir schon schlecht vor. Dankeschön. Jetzt habe ich doch keine Hand mehr frei. Schon nicht. Wir haben beide keine Hand frei. Lass es schnell aufessen, dann packe ich aus. Ja, okay. Bis gleich. Ich bin ein bisschen aufgeregt hier. Wir müssen auf die Kamera. Oh, das ist richtig schwer. Geil, ich glaube, ich weiß es. Ja, du weißt es. Ich erfühle es gerade so ein bisschen. Jasper erfüllt sein Geschenk. Es fühlt sich wie ein Kalender an. Keiner weiß. Es ist vom Weihnachtsmann. Es hat der Weihnachtsmann gebracht. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Das stimmt, er hat sogar sein Siegel drauf gemacht. Ja. Dankeschön. Lass dich mal drücken. Yay. Das passt ja, weil ich ja meinen letzten auch von dir habe. Ja, so auch schon einen Kalender von mir bekommen. Genau, und ich bin ja tatsächlich, was du ja anscheinend weißt, bin ich da ja so analog und noch nicht so richtig digital, wo viele mit mir meckern und sagen, Jasper, mach deinen Kalender digital. Aber ich liebe es, blättern zu können, ich liebe es, aufschreiben zu können. Das hilft mir, Sachen irgendwie im Kopf besser zu verpacken. Und insofern, vielen, vielen Dank. Ich habe noch keinen für dieses Jahr gehabt. Ich habe da so meine speziellen Anforderungen. Ja, ich weiß nämlich Jasper spezielle Anforderungen an seinen Kalender. Und ich weiß, dass er das möchte, dass am Tag die Uhrzeiten aufgelistet sind. Genau. Also eigentlich soll jeder Tag immer eine Seite ist ein Tag und ist einfach immer nur nach Stunden quasi unterteilt. Und ich habe einmal nach dem Kalender geguckt, habe nichts gefunden, war total frustriert. Dann hat die liebe Sunny mir ausgeholfen und hat mir einen mitgebracht. Und jetzt habe ich wieder einen fürs nächste Jahr. Ja, jetzt hast du einen für 2018. Passt auch ein bisschen mit dem Hasen, der hier schon wieder zu spät ist, weil das passt leider auch ein bisschen zu mir. Ja, heute ist er übrigens auch 5 Minuten zu spät gekommen. Absolute Frechheit. Wir gucken jetzt mal, ich brauche noch irgendwas zum Naschen. Ja, ich auch. Lass uns naschen. Wir sind. Ich bin wieder zu Hause, es ist der nächste Tag und ich verbringe den ganzen Tag schon so ziemlich auf der Couch, zumindest seit einigen Stunden. Und zwar bin ich dabei, mein eigenes Fitnessstudio zu bauen. What? Ich bin vor ein paar Tagen angeschrieben worden und auf eine App aufmerksam gemacht worden. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Die ist nämlich richtig cool. So, wo ist die App, die ich euch zeigen möchte? Ich packe euch den Link auch übrigens in die Infobox. Da könnt ihr das Spiel auch kostenlos downloaden. Das ist eine Spiele-App, die heißt My Gym und da könnt ihr euer eigenes Fitnessstudio bauen. Also ich bin da gerade so richtig, ich bin mitten im Game, ne?
das ist mein eigenes Fitnessstudio. Hat mir schon hart erarbeitet und hier kann ich jetzt mein Geld einsammeln. Das sind die Leute, die ich schon trainiert habe. Hier, das ist Maggie und die möchte jetzt ihren Bizeps trainieren. Und ich kann jetzt hier an die Bizeps-Curl-Maschine gehen. Das ist Stufe 1, das ist noch ganz leicht. Dann gibt es hier Stufe 2, das machen wir jetzt. Und jetzt kann ich sie ihren Bizeps trainieren lassen. Das ist... Ich finde das Spiel so mega witzig. Vor allem, ihr fangt halt so mit so einem ganz kleinen Fitnessstudio an. Und je mehr Leute ihr trainiert, desto mehr Geld gibt es dann. Und desto größer könnt ihr euer Fitnessstudio bauen. Und dann erweitert ihr das. Und ihr könnt sogar eigene Athleten haben. Liz möchte jetzt zum Beispiel ihren Bizeps trainieren. Und ich muss jetzt sozusagen das richtige Gerät auswählen, damit sie ihren Bizeps trainieren kann. Das heißt, man hat sogar noch so einen Lernfaktor. Also ich meine, so die regelmäßigen Trainierer wissen natürlich, für welche Muskelgruppe welches Gerät ist. Aber gerade wenn man jetzt vielleicht noch nicht so lange trainiert, kann man da echt noch was lernen dabei. Also das finde ich echt, echt cool gemacht. So. Was jetzt auch noch total witzig ist, ich kann hier jetzt zum Beispiel auf Trainieren klicken. Dann sieht man hier meine Trainer, die ich eingestellt habe. Und dann weise ich das einfach, also weise ich Liz jetzt einfach einem Trainer zu und dann kümmert sich mein Trainer um sie. Und hier sieht man, Ronja möchte jetzt ihren Oberkörper trainieren. Gehen wir jetzt einfach mal hier hin und lassen sie ein paar Sit-Ups machen. So, was sucht er? Er möchte steppen. Und hier sieht man auch wieder ganz gut, der hat jetzt neben seinem Step-Symbol so zwei Striche in dem lilanen Kreis. Das heißt, er macht schon ein bisschen doller. Er darf bei ihm nebenbei Stufe 2. Yeah, sie ist wieder fertig. Sie will auch auf den Stepper. Alle am Cardio machen hier. Tü-düm. Ja, machen wir ein paar Sit-Ups hier. Wow. Ja, das ist so geil. Seht ihr das? Seht ihr das, wie sie ihre Bizeps-Curls macht? Seht ihr das? Wie geil ist das denn? Ha! Da steht sie und macht ihre Bizeps-Curls. Da ist sie am Pumpen. Ah ja, und da will schon wieder die nächste auf dem Stepper. Und was auch noch ziemlich cool ist, wenn ihr irgendwie eine Freundin oder so habt, die das auch spielt, dann könnt ihr die Freundin, also könnt ihr das Fitnessstudio der Freundin auch besuchen. Also man kann das auch gemeinsam spielen. Das ist schon ganz cool. Also ich mag sowieso solche Spiele, wo man sich was aufbauen kann und die Menschen da rumscheuchen kann, also die Figuren rumscheuchen kann. Das finde ich immer total lustig. Tja, so schnell baut man dann sein eigenes Fitnessstudio. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Infobox. Könnt ihr kostenlos im App Store oder im Google Store downloaden. Abchecken ist auf jeden Fall richtig, richtig witzig und macht mega Spaß. Jetzt gibt es noch eine letzte Sache, die ich gerne mit euch besprechen würde. Und zwar ist ja das Video online von meinem offiziellen Formcheck mit meinem Coach Micha. Und es sind einfach mal so viele Kommentare unter diesem Video. Und ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich total sprachlos bin. Ich weiß einfach... Ihr habt mich so gerührt, das ist schon wieder so heftig. Mann, ihr seid so krass. Mann! Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich finde das voll süß, dass ihr alle so hinter mir steht und euch auch freuen würdet, wenn ich wieder beim nächsten Wettkampf teilnehme. Ich muss ja auch sagen, eure Kommentare, die haben mich schon wieder so ein bisschen motiviert. Ne? Also da habe ich jetzt schon wieder so ein bisschen doch mehr Bock auf den nächsten Wettkampf. Ich halte euch auf jeden Fall diesbezüglich auf dem Laufenden. Jetzt steht aber erstmal noch was anderes an. Und zwar möchte ich euch von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten wünschen. Und ich bin so froh, dass ihr zuschaut. Ihr seid nämlich einfach cool. Yeah! Ihr seid auf jeden Fall die geilsten Abonnenten, die man überhaupt haben kann. Ich bin so stolz. Also, Mutmut! Mutmut! Wir wollen fröhliche Weihnachten wünschen. Mutmut! Also nochmal, wir wünschen euch, du bist voll begeistert davon, ne? Wir wünschen euch frohe Weihnachten, habt schöne Feiertage und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.